Ja, und hiermit willkommen zurück wieder hier in Stetten zu nochmaligem Let's Reshow Orgel. Hier ist auf dem Zweitkanal. Ich zeige wie jedes Mal hier hinten das Mikrofon. Ich sehe es gerade nicht. Wo ist da? Da muss ich kurz das Stativ hinstellen. Moment. Aha. Upsi, das wird das, was wird denn das hier? So, da sehen wir wieder schön das Mikrofon leuchten. Wollte ich nur mal kurz demonstrieren, dass ich nämlich sowas auch habe, damit ihr auch wisst, woher der Klang kommt. Beim Gamen. Ich bin ein bisschen erkältet, deswegen habe ich gerade einen Halsbonbon eingeworfen. Und ja, dann kurbel ich mal hier kurz das hier ein bisschen hoch, dass man so ein bisschen so die Perspektive von oben hat. Ne? So, man sieht wieder, ich habe wieder Noten aufliegen, wieder Prière à Notre Dame. Und jetzt kann man die Cam ein bisschen einstellen. So und so und vielleicht auch noch ein bisschen so. Und dann passt das. Ja, das zweite Mal. Jetzt auf dem neuen Kanal. Das alte ist schon noch auf dem Fabis Movies Kanal. Das neue auf dem. Und ich würde sagen, wir beginnen mal wieder, wie könnte es denn anders sein, mit, da habe ich gerade eine Veränderung gehört, mit dem Choral aus der Sweet Gothic. Ich mache das so ein bisschen, ich orientiere das so ein bisschen auch am letzten, also am ersten Let's Show Orgel. So, das tun wir vielleicht noch, ja, brauchen wir Tremolant näher bei Oktave 2. So. Okay, gut, dann beginnen wir mal mit dem Choral aus der Sweet Gothic von... Ich könnte euch jetzt anlügen, aber ich sag's trotzdem, Leon Boelmann, viel Spaß. Ist das nicht in den Noten?
Ja, wieder mal ein bisschen verspielt. Ach, das gibt's nicht. Sieht man überhaupt das Bild komplett? Ich weiß es nicht. Ja, man sieht es komplett. Boah, könnte man gar nicht mal, wenn man die Kamera von vorne sieht. So rumstanden. Dann vermag man das gar nicht zu glauben, aber dem ist halt dann so. Ich bereite mal schon mal die Sand für das nächste Lied vor. Ich kann es euch wieder zeigen. Nehme ich wieder die Kamera in die Hand. Und dann zeige ich das wieder, was wir hier jetzt alles drin haben. Diese ganzen Sachen haben wir alle drin. Oktav, Prinzipal, Gamba, Flötengedeck, Quinte, was weiß ich was. Mixtur, Tremulant haben wir nicht drin, brauchen wir glaube ich nicht. Okay, das passt. Dann gucken wir mal hier. Das sind Trompeten. Das können wir eigentlich so lassen, ja. So, und hier, das hier. Da fällt mir ein schönes Lied. Ups, da fällt mir ein schönes Lied ein bei der Stimme. Moment, ich tue kurz die Cam wieder auf das Stativ draufsetzen. Da fällt mir ein schönes Lied ein. Das ist wie geht das? Das müssen wir beheben, da müssen wir das gleich mal melden. Demnächst. Okay, wir kommen zum nächsten Lied. Ich tue gleich mal hier das große Buch der Lieder auflegen und blätter hier gerade mal ein bisschen rum, mal sehen, was wir finden. Ah, das sieht gut aus. Lauter 16. Ich spiele es ein bisschen langsamer, hört sich aber auch schön an, finde ich. Und wir beginnen. Ich habe mich 100%ig an die Noten gehalten, vielleicht haben es einige erkannt. Das war das Präludium A Presto von Johann Caspar Ferdinand Fischer mit Adagio und nochmal Presto. Also, ich hatte mal ein Spiel, das hieß Pizza Connection 2, da hieß die Pizzeria am Anfang Presto, aber gut, ich habe es über Pesto gelesen, aber lassen wir es. Genau, zu unserem Lieblingslied, was ja in keinem Netzshow-Orgel fehlen darf, kommen wir natürlich auch noch, Prière à Notre Dame. Ich würde es aber erst nach dem Cut machen, muss ich gerade mal gucken, wie lange nehmen wir denn jetzt schon auf.
Sonst zeigt wieder die Kamera mittendrin. Ups, jetzt geht's nimmer. Ha, Pech. Und wir nehmen schon 11 Minuten auf, das heißt, wir machen einen kleinen Cut. So, wieder zurück. Kurzer Cut gemacht an der Kamera, weil die hört ja immer so gerne auf. Ich weiß nicht, ob es da manche schon mitbekommen haben. Die hört ja so gerne auf mittendrin während dem Filmen. Und ich kann auch nicht sehen, wie lange ich noch filmen kann. Das ist auch blöd. Während ich filme, ich weiß nicht, wieso sich die Firma das ausgedacht hat. Ist eine saugute Kamera, aber na gut, ist eine Kompaktkamera. Ich sehe mich selbst nicht. Genau, wir könnten mal wieder eine kleine Improvisation machen. Genau, das machen wir. Eine kleine Improvisation und thank you.
Zorro ist ganz in Ordnung, oder? Das gilt nicht, das gilt nicht, das geht noch besser, das geht. Besser insofern ohne Vox Humana 8, das hört sich nämlich so an, kann ich mal solo zeigen, Vox Humana 8. Hat dem gerade eben so diesen mittelalterlichen Touch gegeben. Ich kann gerade mal zeigen, wenn es euch interessiert, die Vox Humana Pfeifen, The Vox Humana Pipes, das wären die... Boah, steht denn der Stuhl hier so in der Gegend rum? Das gibt's ja nicht. Hey Leute, das kann ja fast nicht sein. Ein Stuhl ist aber grinsen, schibbernes Nummer. So, war kurz ein bisschen ruckelig mit der Kamera. So, also die Vox Humana Pfeifen sind diese Pfeifen, die man hier so schön im Vordergrund sehen kann. Dann hier im Hintergrund sieht man noch so, na, ich mach's, na, ne, quer, scheiße. Schlecht, meinte ich. Keine Ausdrücke im Let's Show. Hier hinten sieht man noch so große Holzpfeifen. Da vorne sieht man noch so, hier sieht man auch noch Holzpfeifen. Und da sieht man auch noch irgendwelche Pfeifen. Nicht wie am Arbeitsplatz, da sieht man auch manchmal nur noch Pfeifen. Aber habe ich neulich mal so gesagt, so egal wo ich hingehe, ob ich in die Kirche gehe und Orgel spiele oder ob ich bei meinen Kumpels bin, überall sehe ich nur noch Pfeifen. Wobei hier sehe ich eher Noten wie Pfeifen, aber gut. So, achso, genau, Trompete muss alles raus. Vox Humana raus und dafür das hier rein. Genau, und dann spielen wir wieder Prière à Notre Dame. Entschuldigung, Prière à Notre Dame. Genau, ich sollte einen kurzen Cut machen, weil sonst unterbricht mich die Cam wieder. Ich will nur kurz vorher noch was zeigen, wie wir das alles eingestellt haben. Hier haben wir die Kopplung von diesem Manual zu diesem. Das heißt, wenn ich hier diese Taste hier drücke, wird die hier oben mit betätigt. Das sieht man ja sehr schön jetzt. Na, hier unten ist das, hier unten wird eigentlich so gut wie gar nicht mit benutzt. Und hier Pedal habe ich auch gekoppelt. Das sieht man hier. Da sieht man auch, wie schön man Pedal spielen kann. Pedal Solo. Ja, gut. Und dann haben wir hier noch Gamba 8 und Flöten-Dings-Bums da. Das hört sich dann so an. Halt mit Tremulant. Hier drüben machen wir auch mal Tremulant rein. Hat er so einen Klang, später kommt noch Prinzipal 8 hinzu, dann haben wir so einen Klang. So, gleich ohne Prinzipal 8. Weicher ein bisschen. Fällt mal auch noch die Kopplung rein, wie kommt das? Auch gut. So, the microphone nimmt es nur auf. Ha, ja, perfekt. Und ich mache da weiß mal einen kleinen Cut, damit wir das ungestört spielen können. So, also Leute, das wird nichts mehr mit Prière à Notre Dame. Ups, ich habe jetzt zwei Anläufe gemacht, die ich jetzt beide herausgeschnitten habe. Und die sind beide nichts geworden, beide Anläufe. Ich würde sagen, dann improvisieren wir noch was. Ein Lied improvisieren wir und dann war es das für heute wieder mit dem Let's Show Orgel. Ich war kurz davor, es gerade aufzugeben, aber fangen wir mal an.
Gerade zum Schluss noch ein bisschen was Mittelalterliches, so lustlos zusammengespielt. Witzig, witzig. Ich hab ganz vergessen, dass ich Vox Humana anhatte und die Kupplung und so. Bin ich kurz zusammengezuckt. Auch lustig, aber gut, warum nicht? Ups, habe ich das Mikro wieder abgedeckt. Ha, so ein Mist, das passiert mir aber auch nur hier in Städten. Ja. So, dann wünsche ich euch, Ihnen allen, schöne Zeit bis zum nächsten Let's Show Orgel. Ich weiß nicht, was ich da noch mache. Ich werde das wahrscheinlich die vom letzten Jahr, also die von meinem alten Kanal, werde ich alle reshowen, wie das jetzt hier. Und werde dasselbe dann halt neu bringen. Zum Beispiel, hier ist es halt Stetten, dann kommt vielleicht noch Rummelshausen wieder. Weibling muss ich auf jeden Fall noch machen. Und dann kommen halt auch ein paar neue dazu. Von ein paar neuen Kirchen, wo wir noch nicht kennen. Vielleicht Schwäbisch Hall oder so. Halt so im ganzen schwäbischen Raum vorerst. Und dann sehen wir mal weiter, wie es dann irgendwann weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch Tschüss und bis denn. Dünn, egal. Tschüss.